Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Ja, wir sind hier unterwegs in Kalador bei den Dämonenjägern. Und wir haben Wilson in den Schmied getroffen und wir bitten ihn mal, oder besser gesagt, wir bieten uns seine Hilfe an. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Kein Problem. Na, vertrauenserweckend siehst du ja nicht gerade aus. Aber ich hab da ein ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Ich soll dir also beim Schmieden helfen. Ich soll dir beim Schmieden helfen? Natürlich nicht. Wie kommst du da? Ach so, weil ich sagte heißes Eisen. Pass auf, wenn du mir hilfst, muss das unter uns bleiben. Will ja nicht, dass die Jungs hier sich über mich lustig machen. Jetzt drück endlich raus mit der Sprache. Ich brauche jemanden, der meiner Freundin Grace auf Antigua diesen Verlobungsring von mir überreicht. Ach, du bist das. Verloben? Du? Verrückt, nicht wahr? Ich weiß selbst, wie lächerlich das klingt. Aber wenn du dem Grab näher bist als deinem Mädchen, dann machst dir schon so deine Gedanken. Also, was ist jetzt? Wirst du Grace einen Besuch abstatten oder nicht? Also hat's doch zwischen denen gefunkt, oder was? Wegen Grace. Wo genau auf Antigua kann ich Grace denn überhaupt finden? Wo genau auf Antigua kann ich Grace finden? Ich habe ihr die Leitung meiner alten Schmiede übertragen. Du solltest sie dort zusammen mit meinem Neffen Pansel antreffen. Werd's im Hinterkopf behalten. Ei. Das ist aber eine ganz schön weite Reise, die du da verlangst, mein Freund. Es ist eine ganz schön weite Reise, die du da verlangst. Da mir die Sache wirklich wichtig ist, würde ich auch dafür sorgen, dass du nicht leer ausgehst. Geht es etwas genauer? Ich rede von einem wirklich einzigartigen Schleifstein, einem Diamantschleifer. Soll mir recht sein, aber wehe, es lohnt sich nicht. Klingt gut, ja, dann machen wir es doch einfach. Okay, ich bringe Grace deinen Verlobungsring. Mann, sprich doch leiser! Ich werde sonst zum Gespött der ganzen Bande. Komm schon, bist du ein Mann oder eine Maus? Ja, hier hast du den Ring. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Ey, sind nett zu mir. Was machst du denn eigentlich hier? Was machst du hier bei den Dämonenjägern? Na was wohl, ich bin hier der Schmied. Und außerdem ist es meine verfluchte Pflicht, ihnen unter die Arme zu greifen. Ach, und warum? Lange Geschichte. Und lange Geschichten halten mich nur auf. Die Kurzfassung ist, ich bin es meinem Vater schuldig. Ah ja. Kennst du dich mit Waffen aus? Kennst du dich mit Waffen aus? Ob ich? Na hör mal, für wen hältst du mich? Du unterhältst dich gerade mit dem besten Waffenbauer weit und breit. Ich habe schon Pistolen und Schwerter gefertigt, da hast du noch in die Hose gemacht. Ey, sei nett. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Na gut, arbeitest du alleine in der Schmiede? Arbeitest du alleine in der Schmiede? Nein, für gewöhnlich geht mir Alvito zur Hand. Wenn ich nur wüsste, wo er steckt, da schickt man ihn einmal los, Eisen zu beschaffen und weg ist er. Wehe, der treibt sich bei der Hure Yvette in Travis Taverne herum. Für Weiberkram haben wir keine Zeit. Das sagt genau der Richtige. Ja, mach dich nur lustig. Du stehst ja nicht den ganzen Tag allein vor dem Amboss. Na gut, du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Lass mich raten. Du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Und du siehst so aus, als würdest du mir diesen Gefallen tun, nicht wahr? Nein, aber deine Laune wird sicher noch mieser, wenn du weiterhin für zwei arbeiten musst. Ach was. Also, was ist jetzt? Hilfst du mir? So langsam werde ich ungeduldig. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. Vernünftige Einstellung. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Na gut, ich werde ihn für dich... Weißt du, wo ich ihn überhaupt auftreffen kann? Irgendeine Idee, wo Alvito das Eisen auftreiben wollte? Ich kümmere mich ausschließlich ums Schmieden. Woher ich das Eisen kriege, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege es. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier irgendwo eine stillgelegte Eisenmine gibt. Aber wie ich sagte... Vielleicht ist er in der Taverne und macht die wettschöne Augen. Na gut, ich werde ihn für dich finden. Okay, ich werde Alvito für dich finden. Gut, aber Maulhelden können wir hier nicht gebrauchen. Ich nehme dich beim Wort. Wenn du den Bengel findest, dann... Ach, egal, finde ihn einfach. Mach ich, was kann ich von dir lernen? Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Muskete lernen, Pistole lernen, Kritiker, Talisman herstellen lernen, okay. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Wir haben beim letzten Mal schon mal reingeschaut, allerdings wusste ich jetzt nicht, ob ich mir irgendwas davon holen sollte. Ausrüstung. 30 bis 80. 20 bis 60.
25 bis 65. Ja, ist nicht so gut. Auch wenn wir daraus eine Feuerkeule machen könnten. Sonst noch irgendwie was? Eine Armbrust? 60%. Hm? Na dann. Du hast nichts für mich, was ich kaufen könnte. Warum tragen die alle Äxte und ich kann keine Gier kaufen? Ja, die haben sich wohl komplett aufgehangen, die zwei. Na dann lasse ich die da stehen und laufe alleine weiter. Wir kommen schon noch dahin. Ach, jetzt sind wir hier. Hier war ja eigentlich nur ein Pilz, ne? Hier oben auf der Zisterne. Pilz! Da bist du ja. Ich wusste doch, dass du hier bist. Und da hinten ist das entfernte grüne Leuchten. Der grünen Leuchtigkeit. Ist die Frage, wie kommen wir da jetzt hin? Wahrscheinlich müssen wir einfach einmal schlafen. Und ich habe mich gut gefangen, nicht wahr? Sehr gut gefangen. Hier steht was von einem alten Bogen. Den habe ich schon. Mal schauen, was passiert, wenn wir die Tristur hier öffnen. Ich bin sehr interessiert. Expeditionsfinte. Ach, da kriegen wir noch so eine. Was soll das denn werden? Weiß ich nicht. Hast du was gesehen? Ich nicht. Kannst aufhören zu schleichen. Klau hier bloß nichts. Ach, du bist das. Ach, hallo Connor. Da ist der Schmied und wer bist du? Ach, du bist Eldrick. Na, du bist ja aber hier sehr nah da. Und was haben wir hier? Ein Eisenring. Und ein Pilz. Und noch einer. Und noch einer. Warum auch immer er zuerst die unteren sammelt. Weiß ich nicht. Siehst du mich noch? Nein. Eine Räucherschale. Wir klauen einfach Eldrick, das ist natürlich nicht nett, aber wir tun es trotzdem. Wir waren ja noch nie nett. Wir tun halt nur so, als wären wir total nett. In Wahrheit klauen wir aber allen die Füße weg. Und gehen Sie auf, liebes Schloss, denn ich möchte hier rein. Schnaps des Kämpfers, yeah. Na, mein Freund Eldrick, wie geht's dir denn? Kennst du mich noch? Ja, mich wahrscheinlich nicht, aber mich als Spieler müsstest du erkennen. Harte Zeiten. Verlangen harte Entscheidungen. Und du hörst dich nicht mehr an, wie Xardas. Starker Spruch trotzdem. Starker Spruch. Tja, ich wünschte, es wäre nur eine leere Phrase. Doch leider ist es unser Los. Willkommen in Kalador, der letzten Bastion der dunklen Krieger, diesseits des großen Lavastroms. Solange der Krieg der Titanenlords andauert, werden starke Männer gebraucht. Unsere Aufgabe hier in der Eisenbucht ist es, die Menschen gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Oh Mann, deine alte Stimme gefiel mir besser. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja, ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Wir waren auf Schatzsuche an der Krabbenküste. Unser Weg führte uns durch einen alten zerfallenen Tempel der Eingeborenen und zu einer großen Schlucht. Am Ende der Schlucht tat sich plötzlich die Erde auf und... Eine Totenkopfhöhle! Und in ihr fandet ihr ein großes Tor aus reinstem Kristall. Ja, den Rest scheinst du ja zu erahnen. Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden.
Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Tolle Aussichten. Währenddessen. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Nikolov, wer ist das? Ich will kein Scherge der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschungen. In einem Moment scheint alles klar. Und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Na gut, wer zum Hell? Wer steckt denn überhaupt hinter alledem? Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Toll. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Was weißt du darüber? Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Und was macht überhaupt ein Druide hier? Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Das Wissen von Kalador soll mir helfen können? Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen, deinen Geist zurückzubekommen. Das klingt doch ganz gut. Ich bringe dir also diese alten Wissen. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. In unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werd's mir merken. Also noch ein Schattenlord. Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen, wenn Kalador fällt. Die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es sei denn, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes.
Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Deine Stimme geht mir total auf die Nerven, Eldrick. Na gut, du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Ihr habt ein Kristallportal zerstört. Wie das? Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbirst. Komm mit, ich zeige es dir. Klingt interessant. So, und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf. Den brauchen wir nämlich auch auf der Krabbenküste. Und jetzt du. Ich werd's versuchen. Sehr gut. So, nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Wir haben ein zuckendes Bein. Wie könnte ich denn ein Dämonenjäger werden? Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Verstehe. Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Du willst dich den Schatten stärker entgegenstellen? Ich kann dir einige Dinge beibringen, die jeder Krieger wissen sollte. Ich werde dich allerdings keine Zauber lehren, solange du nicht den Dämonenjägern angehörst. Das geheime Wissen der dunklen Krieger ist gut behütet. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Na gut, und was bringst du mir bei? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Tränke brauen, Alchemie lernen, okay. Na gut, dann war es das hier erst einmal, wie es aussieht. Und wir können die Nachtwache mal machen, die wir wahrscheinlich erst in der Nacht machen müssen. Aber ist ja vollkommen egal. Wann wollte der eine Typ Wässerwerf, Armdrücken machen? Sehe ich das hier irgendwo? Verlobungsring? Brief für Harry? Ruhe und Frieden? Hier war doch noch irgendwo einer, ne? Wahrscheinlich müssen wir dem erst... Mach, dass du wegkommst! Ja, ist ja gut. Wahrscheinlich müssen wir dem auch erstmal was machen für den, gerade. Schlafen in Frieden und wir haben wieder einen Traum. Ich glaube, es war abends, oder? Ach du! Was machst du denn hier, Slane? Du Dreckskerl. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Verlaufen? Redest du mit mir? Ah, ich sehe schon. Noch ein verirrter Geist auf seinem Weg in den Wahnsinn. Und du hast voll den Durchblick, ja? Und du hast hier den vollen Durchblick, ja? Naja, ich bin zumindest schon eine Weile hier. Du siehst allerdings so aus, als wärst du gerade erst hier angekommen. Was hast du verbrochen, dass du hier herumgeisterst? Du hast die Stimme von Starbart. Ein Schattenlord hat mich hierher verbannt. Ah ja, und das einfach nur so? Naja, ich habe an seinem Kristallportal herumgefingert. Ich schätze, du hattest einfach nur Pech. Wer weiß. Ich gehe dann mal wieder. Warte, ich hab dann noch... Ja, tschüss, Slane. War nett mit dir.
Haben wir jetzt schon Nacht? Muss ich das nachts machen? Auf jeden Fall können wir jetzt, denke ich, schon mal die Nachtwache begehen. Denn tagsüber macht das ja einfach mal so keinen Sinn, oder? Suchst du was? Ach, das ist nur ein Herd. Ich such doch gar nichts. Ich mach doch gar nichts. Lass mich in Ruhe. Aber cool. Nachtwache. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Also noch gefährlicher als die Titanen, oder was? Die Grundfeuer leuchten auch hier alles. Sehr schick. Könntest du auch bitte etwas schneller laufen oder bleibst du jetzt so langsam? Bleibt er so langsam oder wird er schneller? Bleibt er so langsam oder wird er schneller? Ein Schnitter, ein Schwert. So, ich benutze mal ein Schwert. Lala. Stirb, du Scavenger! Ja, sei ruhig. So, da ist noch ein Vieh und das schießen wir einfach mal so ab. Mach ich mir eine Mütze! Welches Mistvieh schnappst du dir? Hä? Welches? Das, was ich gerade getötet habe, oder ein vollkommen anderes? Lalalala. Lalala. Kannst du nicht schneller laufen, mein Freund? Lalala. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Nachtwache beginnen wir in der nächsten Folge.